Aber wir brauchen Schwefel und Nickel. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die wir brauchen. Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica oder auch Subnautica, wie es ja eigentlich richtig heißt. Aber ich habe ja schon in der letzten Folge erklärt, dass ich da gerne mal Leute trigger, einfach weil es lustig ist, wenn ich dann einfach auch mal englische Begriffe falsch ausspreche. Das mache ich ab und zu mal. Und ich finde das immer so lustig, wenn sich den Leuten die Fingernägel dabei aufrollen. Wie sagte Peter Venkman in Ghostbusters, ich mag es, sie zu quälen. Weil es auch immer so lustig ist, sind immer die Leute, die sich drüber aufregen, die wahrscheinlich kein richtiges Englisch sprechen können. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich vielleicht wirklich einfach mal eine Folge auf Englisch tatsächlich aufnehmen sollte, komplett. Also, ich weiß nicht, wenn ihr das wollt, könnt ihr mir das ja mal sagen, ob ich wirklich mal eine Folge komplett auf Englisch durchziehen soll. Ich kann das, ja, das geht. Ich muss mich ein bisschen im Kopf natürlich umdenken vielleicht in den ersten 5 Minuten, weil ich es jetzt schon ewig nicht mehr gemacht habe. Aber ich kann das. Da habe ich das vollste Selbstbewusstsein vor dem Herrn, dass ich das kann. Deswegen, ja. Wäre das mal ein nettes Experiment. Aber natürlich müsst ihr das wollen, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass es einige da draußen gibt, die gar kein Englisch sprechen, dass auch da auch dazu stehen und dann auch nichts verstehen würden, wenn ich hier was erzähle. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Genau, wir wollten den Wurfhakenarm für den Krebsanzug bauen. Jetzt muss ich nochmal schauen, was brauche ich dafür eigentlich nochmal. Wurfhakenarm. Wo ist er denn? Ach, warte mal, warum gucke ich denn eigentlich da? Ich kann doch... Kann ich doch hier gucken. Am Fabrikadinsky. Wurfhaken. Oh Gott. Benzol. Ah ja, ja, nee, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Ich brauche nur den erweiterten Kabelsatz. Benzol kriege ich eigentlich auch. Ich habe ja diese Knubbel. Diese Blutölknubbel, die habe ich ja schon zusammen hier. Die sind ja, genau, die sind ja hier. Die kann ich auch schon ernten. Ich weiß gar nicht mal, wie viel brauche ich denn für ein Benzol-Ding. Benzol 3, okay. Ah, das geht ja. Das müsste genug sein eigentlich. Genau, da kann ich nochmal und da kann ich nochmal. Ich finde, die sehen voll cool aus. Diese Blutölknubbel. Die erinnern einen so an so... Also, Geleesäcke so. Dieser Schleim, den man so formen kann mit diesen Blasen drin. So. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Okay. Also, Blutöl, Benzol, genau, haben wir das schon mal, jetzt muss ich nochmal gucken, was brauche ich nochmal für einen erweiterten Kabelsatz, habe ich schon wieder vergessen, einen normalen Kabelsatz, Gold und einen Computerchip, ich weiß, dass ich genug Material hatte, auf jeden Fall noch um einen weiteren normalen Kabelsatz zu machen, glaube ich, ne, hatte ich nicht, verdammt. Brauche mehr Silber. Okay, jetzt müssen wir mal gerade gucken, was brauchen wir denn? Wir brauchen 2x Silber, 2x Gold und einen Computerchip. Und für den Computerchip brauchen wir Kupferdraht, Tischkorallen und Gold. Habe ich noch Tischkorallen? Ja, 2x. Nicht schlecht! Ne, Moment mal, Kupfer fehlt mir, merke ich gerade. Ja, Kupfer fehlt. Okay. Wir müssen, also können wir jetzt mal den Scannerraum bemühen, würde ich sagen. Wir scannen jetzt erstmal nach Kupfer. Wenn wir den jetzt schon mal gebaut haben, können wir den auch mal ausnutzen hier. Wenn es überhaupt Kupfer in der Gegend gibt. Ja, toll. Wie ich da nicht scannen kann nach Kupfer. Wahrscheinlich, weil es hier keinen Kupfer in der Gegend gibt. Aber eine Datenbox gibt es hier noch irgendwo. Toll. Ich meine, warum kann ich den jetzt nicht nach Kupfer scannen und er zeigt mir, in welchem Sandsteinbrocken Kupfer drin ist? Warte mal, kann ich... Moment, ich kann den, glaube ich, irgendwie noch erweitern hier, ne? War das nicht irgendwie Sichtfeld-Chip? Das ist auch gar nicht so sinnlos. Kamera, Drohne. Reichweitenmodul. Ich glaube, das sollte ich auf jeden Fall mal machen, das Reichweitenmodul. Beschleunigermodul hat die Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, das ist eher unsinnig. Reichweitenmodul, okay. Ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal Kupfer. So viel zum Thema Scannerraum, löst alle meine Ressourcenprobleme. Also hier in der Gegend schon mal nicht. Wahrscheinlich dann so in anderen Gegenden. Aber in der Gegend hier irgendwie ja nicht, ne? Also in der Gegend hier ist der ein bisschen sinnlos. Wahrscheinlich, weil es hier nicht so viele, ja,
reine Ressourcenvorkommen gibt. Ich glaube, das ist hier das Problem so ein bisschen. Okay, wir machen einfach Knubbel auf. Was bleibt uns anderes übrig? Gerade bleibt uns nichts anderes übrig. Haufen Gold habe ich. Silber ist wichtig, Silber. Blei, ja gut, Blei ist jetzt nicht so wichtig. Silber ist wichtig. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt brauchen wir vor allem Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da müssen wir mal hier in der Gegend rumschauen, ob wir hier noch Knubbel finden. Wir brauchen Knubbel. Knubbel zum Knubbeln. Ein Knubbel zum Knubbeln. Oder auch mehrere Knubbel zum Knubbeln. Da ist ein Knubbel zum Knubbeln. Ach, Gold. Ich brauche kein Gold. Hat auch einer geschrieben. Spielwehr, wenn du kein Gold willst, dann nehme ich es gerne. Ja, ich weiß nicht. In Subnautica ist Gold halt nichts wert. Also nicht so viel irgendwie. Finde ich so. Es gibt ja auch durchaus Planeten, jetzt, außer jetzt mal die Erde, wo es viel mehr Gold gibt als anderes Material, zum Beispiel. Ja, oder wo es ganz viel Eisen gibt. Ganz viel mehr Eisen als auf der Erde. Ja, also so natürlich vorkommend. Und das ist eigentlich auch ziemlich spannend, wenn man sich das mal so vorstellt. Was für diese, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich da intelligentes Leben entwickelt hätte auf solchen Planeten, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil da wahrscheinlich chemisch auch einige andere Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Aber wenn man sich dann mal so das Wertesystem von denen vorstellt, was die dann hochschätzen an Materialien, was für die dann quasi das Äquivalent zu Gold ist, das wäre eigentlich mal ganz interessant. Allein deswegen wäre es auch mal total spannend, mal so einen Außerirdischen zu interviewen. Wie die denn das so sehen mit dem Goldrausch oder dem Rausch nach Diamanten, weil Diamanten sind eigentlich auch gar nicht so selten, wenn man es mal so betrachtet. Also zumindest auch auf der Erde. Man muss nur in die entsprechenden Tiefen vordringen. Aber das ist ja schon an sich problematisch. So, jetzt muss ich wieder mal hier atmen ein bisschen. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin wieder viel zu vorsichtig. Ach, wisst ihr was? Das ist mir egal. Hallo, atmen? Warum atmet er denn jetzt nicht voll? Jetzt atmet er voll. Sehr merkwürdig, was er da macht. Oder auch nicht macht. So, wir brauchen noch mehr Kupfer. Da ist noch ein Knubbel. Brauchen viel mehr Kupfer. Das ist Kupfer, sehr gut. Brauchen wir noch mehr. 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 Mehr, mehr. Dabei bin ich doch hier im Meer. Ah, Titan. Titan, Titan. Da, 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 da. Kupfer, jawohl. Kupfer, Kupfer. So, ich glaube... Ah, was soll's, komm, wir machen jetzt hier... Wir machen jetzt hier ein richtiges... Da, hier, nochmal, komm. Ein Kupferklump noch. Einen noch. Einen will ich jetzt hier noch haben, komm. Ein Knüppelchen. Da ist was zum Scannen, habe ich schon gesehen. Ich nehme das jetzt aber nicht. Brauche ich gerade nicht. Brauche gerade Kupfer. Da ist noch einer. Oder? Nee. Das war eine optische Täuschung. Wo zur Hölle? Brauche noch einen Kupferknubbel hier. Einen, komm. Wird doch noch einer sein? Wo denn? Wo denn? Zeig dich, Kupferknubbel. Zeig dich. Verdammt, mir schläft schon wieder mein Bein ein, merke ich gerade. Ich habe mich schon wieder... Ah, oh Gott. Mich schon wieder so hingesetzt, dass mein Bein einschläft. Ich sollte mich mal so hinsetzen, dass meine Beine nicht ständig einschlafen. Ich glaube, es ist nicht so gesund auf Dauer. Ah ja, ich bitte sei Kupfer. Yes! Okay. Ja, ja, ich tauch mal auf, ne? Ich tauch mal schnell auf. So, und an sich kann ich eigentlich die Batterie auch gleich mal austauschen hier. Die ist nämlich nur noch bei 24. Ich hab's nämlich gesehen. Haha. Einige haben sich schon händereibend drauf gefreut. Er merkt bestimmt nicht, dass seine Batterie leer ist. Und dann kommt er nicht mehr rechtzeitig nach oben. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. So nicht. Okay. Jetzt muss ich mal gucken.
Reicht das jetzt? Wir brauchen erstmal Kupferdraht. Dann machen wir einen Computerchip draus. Dann machen wir einen Kabelsatz. Und dann den erweiterten Kabelsatz. Und was wollte ich jetzt eigentlich nochmal genau bauen? Den Wurfhakenarm, ne? War es nicht der Wurfhakenarm? Brauchte ich das dafür eigentlich? Moment mal, ich will nochmal nachgucken. Jetzt habe ich mich so verwirrt. Ja genau, erweiterter Kabelsatz. Okay, Lithium brauchen wir noch. Und dann haben wir die Mission schon abgeschlossen. Mission Wurfhakenarm. Oh, ich habe ja noch Titan, was umgewandelt werden möchte. Kann ich mich mal richtig hinsetzen dabei? Oh Gott, nee, warte mal. Ich muss das Bein runternehmen. Alter Scheiße. So, jetzt. Muss ich bequem hinsetzen hier. So verkrampft und so eingeengt hier. Geht ja gar nicht. Wobei das das Feeling irgendwie ein bisschen noch verstärkt, wenn man sich so ein bisschen so einengt. So. Das ist ja doch auch ein bisschen alles klaustrophobisch so leicht. Deswegen, das, so ein eingeschlafenes Bein ist gar nicht so schlecht. Ich will gar nicht wissen, wie oft dem Charakter hier das Bein einschläft, wenn der so in so einem Krebsanzug oder so drinnen sitzt. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, nein! Welcome aboard, Captain. Könnte nicht runter. Jetzt haben wir den Dings. Jetzt will ich mal hier rumstecken. Mann, du sollst an das Erweiterungsmodul ran. Nicht einsteigen. Da sollst du ran, meine Güte. Wurfhakenarm. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt wäre jetzt halt noch die Frage, was kann ich sinnvollerweise vielleicht noch im Krebsanzug an Erweiterungsmodulen bauen? Nochmal schnell gucken. Nochmal schnell hier an die Konsole gucken. Was können wir denn da noch machen? Das Sprungtriebwerk, genau. Aber dafür brauchen wir ja Nickel, Schwefel und Titan. Tiefenmodulstufe 1 ist eigentlich auch gar nicht so doof. Vergrößert die sichere Tauchtiefe. Da brauchen wir aber auch Nickel. Plastahl. Rubin. Wie viele Tiefenmodule habe ich eigentlich für einen Krebs? Wie viele habe ich denn da nochmal? Habe ich hier noch welche drin? Tiefenmodulstufe 2, ja. Da brauche ich aber schon Kyanit dafür. Wir könnten natürlich mal jetzt wirklich mit der Seemotte nochmal in den, wirklich, also richtig in den Lost River rein. Und da mal Nickel holen und Schwefel und so. Diese ganzen krassen Ressourcen. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Nehmen wir jetzt mal hier ein bisschen was zu essen. Na gut, die habe ich jetzt umsonst gepflückt. Vielleicht sollte ich vorher die Sachen ablegen, die ich noch im Inventar habe. Ist das ein bisschen sinnlos. Und ich sehe gerade, ich habe da ja noch einen Säurepilz im Inventar, beziehungsweise hier in dem einen Dings drin. Und eine leere Batterie habe ich auch noch. Moment. Die müssen wir noch ablegen. Da. So. Und den Säurepilz hier, den nehmen wir mal raus. Beziehungsweise ist ja ein Tiefenpilz eigentlich. Und den pflanzen wir mal hier ein. So. Genau. Und jetzt gehen wir in die Seemotte rein. Und dann fahren wir mal da runter. In den Lost River. Vorher nochmal schnell reparieren. Reparieren, reparieren. So, erledigt. Und dann geht's los. Zum Lost River, zum Lost River. Noch einmal. So, dann muss ich so ein bisschen hier nach links rüber. Und ja, dann wie gesagt, holen wir uns mal so ein paar Sachen. Wir brauchen wie gesagt ganz dringend Schwefel, Rubine, ja, die brauchen wir nicht so dringend. Aber wir brauchen Schwefel und Nickel. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die wir brauchen. Da müssen wir uns unbedingt mal drum kümmern, dass wir das mal bekommen. Möglichst ohne weggeworben zu werden von irgendwem hier. Ich muss jetzt nur mal genau gucken. Ich glaube, ich muss da nach unten und dann so drehen, ne? Ja, da unten, genau. Da muss ich mich dann eindrehen. So nehme ich. Und dann entweder nach links oder rechts. Irgendwo, irgendwie. Habe ich eigentlich ein Medkit dabei? Ich hoffe schon.
Ich hoffe, ich habe eins dabei. Ich weiß es gerade nicht. Ich höre auch irgendwas Komisches da hinten. Bin ich jetzt hier schon am tiefsten Punkt eigentlich? Hier geht's noch weiter runter. Oh Gott, ich habe schon wieder voll die Orientierung verloren. Ich weiß schon wieder nicht genau... Wo war denn jetzt der Zugang nochmal genau? Der war hier irgendwo. Ich weiß, der war hier irgendwo. Ich muss, glaube ich, noch tiefer. Oh Gott, ah nein, nicht der Typ. Hau einfach ab. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, hier geht's nochmal runter, genau. Hier müssen wir runter. Und dann hier, genau. Hier muss ich einschwenken. Hier muss ich rein. Genau, da sind doch die Mini... Wie heißen sie nochmal hier? Helft mir auf die Sprünge. Ghost Leviathane. Die Mini-Ausgaben von denen. Da drüben... Oh! Den habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel gehabt. Da drüben ist dieses Labor, das Alien-Labor. Da komme ich aber gerade nicht rein, weil ich noch keine Tafel habe. Doch, ich habe eine Tafel, aber die brauche ich für die Kanone. Beziehungsweise noch kann ich die ja auch nicht craften. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss ich mal schauen, wo genau... Wo war jetzt nochmal Nickel und so? Das war schon hier unten. Da sind schon mal Rubine. Soll ich die schon mal mitnehmen? Ja, ich nehme die schon mal mit, komm. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. So. Das ist auch so ein Spruch, wenn ich jetzt gerade an Shining denken muss. Das war ja, glaube ich, der Spruch, den er auf die Schreibmaschine schreibt, wenn sie guckt, was er da eigentlich schreibt. Habe ich übrigens allen Shining gespoilert, aber gut, wer den noch nicht kennt, hat eigentlich keine Entschuldigung. Ah ja, genau, hier geht's rein. Okay, dann müssen wir hier lang. Und das ist ja auch witzig, das haben sie tatsächlich für jede wichtige Sprache, haben sie das extra gedreht. Also für jede Lokalisierung haben sie da eine extra Sequenz gedreht von dieser Schreibmaschine. Und da steht halt in jeder Sprache was anderes. Auf Deutsch steht halt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, glaube ich. Und in Englisch steht aber, no play, or all work and no play makes Jack a dumb boy oder so. Und das ist auch witzig, das wurde auch mal in einer Simpsons-Folge verarscht. Und zwar in dieser Akte X, Akte Springfield-Folge. Da wurde das auch mal veralbert. Da wurde aber die Zeile... die im Englischen in Shining dasteht, ins Deutsche übersetzt. Und da stand dann irgendwie, nur arbeiten und nicht spielen macht Jack zu einem dummen Jungen. So, und das gibt halt keinen Sinn. Man erkennt halt den Zusammenhang nicht. Das wissen halt nur die Hardcore-Fans der Hardcore-Fans, was das eigentlich bedeutet. Weil man ja das Original von Shining kennen muss. Wenn man das nicht kennt, dann ergibt das keinen Sinn. Was sehr komisch ist. Und das fällt mir bei den Simpsons ab und zu mal auf, dass viele Sachen einfach zu genau übersetzt werden. Und ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, okay, derjenige, der das da übersetzt hat, der hat vielleicht gar nicht den Zusammenhang erkannt. Weil sonst hätte er ja das so übersetzt, dass derjenige, der Shining auf Deutsch gesehen hat, das auch verstehen muss. Ja, deswegen, das ist mit diesen Lokalisierungen gar nicht so einfach. Dass bei solchen Insider-Jokes halt auch der Zusammenhang nicht flöten geht. Ist schon witzig. Weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber irgendwie ist mir das gerade eingefallen. Manchmal muss man auch mal sowas erzählen. Und ich würde sagen, wir sind auch hier gleich wieder am Ende. Ah, Moment, hier unten ist, glaube ich, Schwefel. Ja, da in der Säuresuppe ist Schwefel drin. Ich raste aus. Aber warte mal, ist hier nicht die Location, wo ich immer meine... Das ist doch hier die Stelle, ne? Wo ist denn jetzt der Schwefel? Sehe ich nicht mehr. Er ist jetzt weg. Der war doch hier gerade eben noch. Da ist Nickel. Oder? Oder ist das nur Dings hier? Okay, das ist nur das. Hier war doch gerade eben noch Schwefel. Da! So, jetzt vorsichtig rein. Aber ich habe ja den verstärkten Taucheranzug. Da kann man sich das mal erlauben, da reinzutauchen. Wir sollten möglichst viel von dem Zeug mitnehmen, glaube ich. Sinnvoll wär's. Wer remmelt mich denn hier immer an, ey? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das sind, glaube ich, diese Fischschwärme da. Okay. Noch irgendwas hier? Man sieht es hier so schlecht. Ich meine, hier in der Suppe ist bestimmt noch ganz viel Schwefel drin.
Rubine haben wir hier auch. Rubinio. Und ich muss hier schon aufpassen. Ich bin hier schon wieder an der Grenze der Zerstörungstiefe angekommen. Wir brauchen auf jeden Fall Nickel. Uraninit haben wir ja auch. Das können wir eigentlich auch mal mitnehmen. So ein bisschen. Ich mag dieses Geigerzählergeräusch irgendwie. Ich finde das immer so toll. Ich weiß, eigentlich soll man das gar nicht toll finden. Aber irgendwie finde ich das toll. Ich kann das schwer erklären. Ich mag dieses hochfrequente. Was heißt. Hochfrequent ist es eigentlich gar nicht. Aber dieses Knacken halt. Ich finde das irgendwie cool. Gott, wie das hakt schon wieder hier unten. So, genau, da haben wir noch mehr Uraninit. So viel nehme ich davon jetzt aber nicht mit. Eigentlich brauchen wir viel mehr dringend Nickel. Nickel und Schwefel. Das sind die zwei Sachen, die wir hier unten ganz, ganz dringend mitnehmen müssen. Und hier wäre ich ja, glaube ich, nicht angegriffen, oder? Von irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, hier kann ich einfach mich frei bewegen. Halbwegs frei bewegen. Jetzt muss ich schon mal gucken, wo ist hier noch Nickel? Das ist doch Nickel hier, oder? Oh, ha! Ja, 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 ist ja okay, ist ja okay. Aber hier unten gibt's Nickel. Okay, da steigen wir mal kurz aus. Das ist Nickel hier, diese Knubbel. So, eins. Was haben wir hier? Kupfer, jawohl, nice. Brauchen wir auch. Hier ist Nickel. Nickel, Nickel, Nickel. Nickel, Nickel. Nickel, 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 Nickel. Da ist nochmal Nickel. Nickel, Nickel. Da ist auch nochmal Nickel. Nickel, Nickel. Nickel. Nickel, 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 Nickel. Sehr gut. Und da würde ich sagen, meine lieben Freunde, bevor ich hier noch total vernickelt bin, ist an der Stelle die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Und dann sammeln wir hier unten noch Ressourcen. Wir brauchen ja immer noch Schwefel ganz viel. Und noch ein paar andere Sachen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was anderes mit. Und dann machen wir das ja in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.